Pompeji war das Schmuckstück des römischen Imperiums. Doch die Tage der Stadt am Rande des Vulkans Vesuv sind gezählt. Bürger von Pompeji! Die Spiele sind eröffnet! Der Zuschauer bekommt einen faszinierenden Einblick in eine längst vergangene Zeit, in eine Stadt, die 2000 Jahre lang vergessen war. Es war eines dieser Ereignisse, das zum Mythos geworden ist. Wir haben daraus ein unterhaltsames Spektakel gemacht. Wenn sie mich hier mit dir finden, dann... Was war das? Das war der Berg. Eingebettet in eine Geschichte um Rache, Liebe und Freundschaft, inszeniert Resident Evil-Regisseur Paul W.S. Anderson ein spektakuläres Katastrophenepos über den Untergang von Pompeji. Das wird er nicht wagen. Die Idee, Kit Harington für die Hauptrolle in Pompeji zu besetzen, hatten wir, als wir ihn in Game of Thrones sahen. Er besitzt die nötige emotionale Bandbreite, hat aber auch die Qualitäten eines Kämpfers. Weil es im Film eine Liebesgeschichte gibt, brauchten wir jemanden, der Gefühle zeigen kann und dabei einnehmend und glaubhaft ist. Als Gladiator musste er aber auch physisch topfit sein. Was mir an der Rolle des Milo von Anfang an so gut gefallen hat, war seine Vorgeschichte und der daraus resultierende Antrieb, der ihn sein Leben lang begleitet. Rache. Senator, er hat mir nur geholfen. Mein Pferd ist durchgegangen. Senator, bitte. Dieser Sklave hat mein Leben gerettet. Das hat er nicht verdient. Sagt, hat er euch Schaden zugefügt? Das muss ich verneinen, Senator. Wenn ich diesem Sklaven sein Leben schenke, was wäre euch das wert? Senator? Ihr habt nicht genau verstanden, meine Liebe. Wir haben Kiefer Sutherland besetzt, weil wir einen Schauspieler wollten, den der Zuschauer als großen Helden kennt, nämlich Jack Bauer aus 24. Und dann haben wir ihn diesen herrlichen Schurken spielen lassen. Wenn du nicht absteigst, bestrafen sie dich. Es gibt im Film eine schöne Liebesgeschichte, ganz im klassischen Sinne. Ich hoffe, dass die Zuschauer auch die Liebesgeschichte mögen, wenngleich ich weiß, dass es ihnen in erster Linie um Action, 3D-Effekte, Explosionen und all diese spaßigen Dinge gehen wird. Spürst du das auch? Es gab einen Vulkanausbruch im Golf von Neapel. Nach dem Ausbruch des Vesuvs ging ein Steinhagel nieder, dann Ascheregen. Danach war es kurz ruhig, bevor dann die größte Zerstörungswelle kam. Der pyroklastische Strom, der sich unglaublich schnell bewegte und alles einäscherte. Die Wirkung des Ausbruchs kam der einer Atombombe gleich. Visuell ist Pompeji ganz großes Kino. Ein eindrucksvoller und gewaltiger Film. Was auch immer geschehen wird, wir werden frei sein, mein Freund. Wir müssen zum Hafen. Wir gehen gemeinsam. Schilder hoch! Action, große Gefühle und imposante Bilder in 3D. Regisseur Paul W.S. Anderson entfacht in Pompeji ein beeindruckendes Inferno, das dem Zuschauer von der ersten bis zur letzten Sekunde den Atem verschlägt.